In diesem Video zum Buch How the World Works wird es um den Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus gehen. Dabei wird es viel um Technologie gehen. Im doppelten Sinne. Und zwar, welche Rolle spielte sie bei der Herausbildung kapitalistischer Produktionsverhältnisse, die nach einigem Anlauf im 17., 18. Jahrhundert gefestigte Form einnahm. Zum anderen die Frage, warum konnte es eine industrielle Revolution, also das, was den Kapitalismus, wie wir ihn kennen, ausmacht, nicht schon in der Antike geben? Die kapitalistische Industrie war und ist im hohen Maße auf fossile Energie angewiesen. Und zwar in erster Linie in die Kohle. Solange Kohle nur zum Kochen und Heizen verwendet wurde, reichten die Wälder aus. Das ist bekanntlich nicht mehr der Fall. Der Übergang von Feudalismus zu Kapitalismus bedeutet auch den Übergang vom biologischen zu fossilen Brennstoff, das heißt auch den Übergang zu einer ressourcenraubenden Produktionsweise. Die großen Kohleverbraucher waren Eisenindustrie, Ziegelindustrie, die Zementherstellung, Töpferei, das Backen, Brauen und so weiter. Wir werden den Übergang verfolgen anhand der Eisenindustrie. Und zwar deswegen, weil es die bedeutendste Industrie war. Sie war eine strategische Industrie, von der eine Reihe anderer Industrien abhängig war. Die ersten Öfen waren sogenannte Rennöfen. Ein Rennofen ist ein Schachtofen, der mit Kohle, Holzkohle betrieben wird als Brennstoff. Die Sauerstoffzufuhr passiert durch einen Blasebalg oder mehrere Blasebälge, die Düsen hier. Das bei der Verbrennung entstehende Kohlenmonoxid trennt den Sauerstoff vom Eisenoxid. Beim Verbrennungsprozess schmelzen auch Begleitmaterialien des Eisenerzes und bilden die Schlacke. Die Schlacke läuft zum größten Teil ab. Es verbleiben aber noch im Roheisen die sogenannte Luppe. In dieser Luppe sind auch relativ große Mengen an Schlacke, Holzkohle und Luftblasen, die mit dem Eisenhammer bearbeitet werden müssen. Mit der Größe des Ofens steigt die Temperatur an, die Temperatur, die er erreichen kann, an. Doch ein größerer Ofen erfordert auch mehr hineingeblasene Luft, als ein Mensch schafft. Und die größer werdenden Renneisen konnte man auch nicht mehr händisch mit Hammer und Hamboss bewerkstelligen. Man baute wasserbetriebene Blasebälge und Eisenhämmer. Hier rechts sehen wir ein wasserbetriebenen Eisenhammer. Hier ist das Wasserrad. Hier im Inneren ein Kranz, der mit so Dornen versehen ist. Wir können, wenn es sich rechts herumdreht, drückt der solch ein Dorn auf den Balken des Eisenhammers und wenn er in eine bestimmte Stellung gerät, schnellt er hoch, sodass der Eisenhammer auf den Amboss schlägt, auf dem das Roheisen liegt. Links sehen wir einen wasserbetriebenen Blasebalg. Hier bewegt sich das Rad links herum. Dieselbe Technik sehen wir hier, die Dornen. Wenn also ein Dorn drückt auf den einen Blasebalg in einer bestimmten Stellung, löst er ihn wieder und er wird hochgezogen durch ein Gestänge, was wir hier sehen. In der Konsequenz führte
dies zur Verschiebung der energetischen Basis. In der althergebrachten Eisengewinnung haben wir zunächst den Kreislauf des Waldes oder auch Holz, das in der Pyrolyse, also in der Verbrennung unter Sauerstoffabschluss, zu Holzkohle wird. Wenn die Holzkohle verbrannt wird, entsteht CO2. Das CO2 wird wieder vom Wald absorbiert. Und es gibt einen zweiten Kreislauf. Hier ist das Korn, das Getreide, das bildet die Energiequelle des Arbeiters. Denn die Photosynthese produziert ja nicht nur Sauerstoff, sondern auch hochenergetische Kohlenhydrate. Die Atemluft, die die Arbeiter ausströmen, enthalten CO2, das aber locker durch Getreide wieder absorbiert wird. Die beiden Kreisläufe sind dadurch verbunden, dass die Muskelkraft des Arbeiters dazu benutzt wird, den Blasebalg im Rennofen zu bedienen. Wir hatten gesehen, dass bei wachsender Größe der Ofen auch mehr Sauerstoff benötigt wird, als ein Mensch schafft. Die Energiequelle, Muskelkraft des Arbeiters, wird ersetzt durch das Wasserrad. Das Wasserrad lieferte aber so viel Sauerstoff, dass die Wälder nicht mithalten konnten. Wir haben also die Situation. Zwei bioenergetische Kreisläufe, die so lange im Gleichgewicht sind, wie die Menge der Holzkohle durch die Muskelenergie beschränkt wird. Wasserkraft lieferte so viel Sauerstoff, dass die Wälder nicht mithalten konnten. Die Existenzgrundlage der Eisenhütten war bedroht. Die Antwort war bekanntlich Koks. Der größere Produktionsumfang, der durch die Nutzung der Wasserkraft ermöglicht wurde, führte dazu, dass Eisenhütten frühzeitig zu einer spezifisch kapitalistischen Produktionsweise übergingen. Der Produktionsumfang lag jenseits dessen, was der einzelne allein arbeitende Schmied erreichen konnte, da er sowohl beträchtliches Anlagekapital als auch eine größere Zahl von Beschäftigten benötigte. Dazu waren am ehesten die Eisenmeister in der Lage. Die Eisenhütten waren am Anfang meistens im Besitz der Aristokraten, die sie dann an Meister verpachteten. Im Vergleich zur handwerklichen Produktion in anderen Wirtschaftszweigen erforderte die Komplexität der Hüttentechnik eine relativ ausgefeilte Arbeitsteilung und hochqualifizierte Arbeitskräfte. Neben Köhlern und Bergleuten gab es Schmelzer, Schmiede, Radschmiede und Handlanger. Nach der Einführung der Blasöfen, Stampfwerker, Blasebalg und Hammerbediener sowie deren Gehilfen. Das waren zum großen Teil keine handwerklichen Tätigkeiten mehr. Es entstanden auch die ersten Kategorien von Führungspersonal in Form von Werksverwaltern und Schreibern. Während Eisenmeister zu Kapitalisten wurden, wurden die Beschäftigten zu Lohnarbeitern. Sie hatten keine Möglichkeit, mit den Eisenmeistern zu konkurrieren. Die maschinelle Figuration der Gesamttätigkeit erzwang das, was Marx eine reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital nannte. Mit der Entwicklung der physischen Produktionsweise musste sich auch ihre gesellschaftliche Form ändern. Zusammenfassend können wir über die Eigenarten der Eisenindustrie festhalten. Die Entwicklung der physischen Produktion war von einzelnen Handwerkern nicht mehr zu bewerkstelligen. Die Arbeiter waren funktional einer Maschine unterworfen, zu deren Betrieb Teilarbeiten zu verrichten waren. Die funktional aus der maschinellen Anordnung erwachsenen Eisenmeister wuchsen aus der feudalen Abhängigkeit heraus und wurden zu Kapitalisten.
Die technologische Entwicklung erzwang neue Produktionsverhältnisse. Die wasserbetriebenen Eisenhütten waren eine kapitalistische Nische in der feudalen Umgebung. Denn für die Holzkohle benötigte man Holz. Eisenhütten mussten also an Orten liegen, wo es Wald und Fluss gibt. Daraus ergab sich eine Abhängigkeit von der Aristokratie, die die Besitzer waren. Diese waren aber auch die Hauptabnehmer der Produktion, die zum großen Teil aus Rüstungen bestand. Anfangs waren die Eisenhütten selbst im Besitz der Aristokratie oder auch der Kirche. Der Adel gab sein aktives Unternehmertum massenhaft auf und verpachtete, je nachdem, was sich wirtschaftlich als vorteilhafter erwies, die Eisenhütten an Eisenmeister für eine vertraglich festgelegte Summe oder verliehen das Recht, auf ihren Gütern Eisenhütten zu errichten oder zu betreiben. Aber waren damit die Voraussetzungen der industriellen Revolution erfüllt? Im 13., 14. Jahrhundert kamen in einigen oberitalienischen Stadtstaaten Elemente zusammen, die eine kapitalistische Entwicklung ermöglichten: Geldbesitzer und freigesetzte Arbeiter. Dieser Kapitalismus hatte keinen Bestand. Warum konnte nun in 2 bis 3 Jahrhunderte später eine kapitalistische Produktion im großen Maßstab, also Maschinerie und große Industrie, entstehen? Marx beantwortet diese Frage im Kapital im Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation so: Zweierlei sehr verschiedene Sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten. Einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten und durch Ankauf fremder Arbeitskraft. Andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eigenen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Ferner erwähnte er die neuen Kapitalisten auf dem Lande, Pächter, die zu Kapitalisten wurden, und erwähnte noch die Herstellung des inneren Marktes. Diese Konstellation ergab sich aus der Auflösung feudaler Strukturen. Landvolk verwandelte sich in variables Kapital, also Lohnarbeiter. Dazu musste er frei von der Scholle, frei von der Herrschaft der Zünfte und der Lehrlings- und Gesellenordnung sein. Der Geldbesitzer kam durch Wucher und Handel, man kann auch sagen durch brutale Ausraubung der Kolonien, zu Reichtum. In der Sprache des stochastischen Materialismus liest sich die Geschichte so: Elemente oder Atome, die im unendlichen Strom zufällig zusammenkommen und unter bestimmten Bedingungen Strukturen bilden, hatten im 13., 14. Jahrhundert schon mal zu Ansätzen eines Kapitalismus geführt, der keinen langen Bestand hatte. Aus der Auflösung der feudalen Strukturen bildeten sich aufs Neue Elemente für die Bildung einer kapitalistischen Struktur. Diese Elemente waren Lohnarbeiter, Geldbesitzer, kapitalistische Pächter, die Herstellung des inneren Marktes durch Vernichtung des Hausgewerbes, die Technologie, das sind die angetriebenen Maschinen, und ein rasches Wachstum der Bevölkerung. Das genügte. Wenn sich bestimmte Elemente dauerhaft verbinden, entsteht etwas, was sich nach eigenen Gesetzen weiterentwickeln kann. Worüber wir bei den Elementen noch nicht gesprochen haben, das ist der letzte Punkt, das rasche Wachstum der Bevölkerung, also die Demografie. Die industrielle Revolution war verbunden mit einem raschen Bevölkerungswachstum, was zur Ursache hat die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, die bessere Ernährungslage,
medizinische Fortschritte und anderes, die die Geburtenrate, die Sterberate deutlich übersteigen ließen. Im dritten Teil werden wir sehen, warum rasches Bevölkerungswachstum eine Vorbedingung für die eigentliche Profitabilität des Kapitalismus ist. Wir hatten gesehen, dass es im 13. und 14. Jahrhundert in Oberitalien einen Ansatz von Kapitalismus gegeben hat, dieser sich aber erst 200 Jahre später tatsächlich entwickelte. Analog könnte man fragen, warum es in der Antike keine industrielle Revolution gegeben hat. Immerhin kannten die Römer schon eine Dampfturbine, die Eolipile oder auch Heronsball genannt, nach Heron von Alexandria. Wir sehen hier solch einen Heronsball, ein Wasserkessel, der befeuert wird. Der daraus entstehende Wasserdampf wird in die Turbine geführt und durch den austretenden Dampf durch die Düsen wird nach dem Rückstoßprinzip die Turbine in Bewegung gesetzt. Ihre Nützlichkeit hielt sich in sehr geringen Grenzen. Das liegt vor allen Dingen an ihrem geringen Drehmoment, die nur der Radius der Turbine lag im Zentimeterbereich und an der geringen Düsenöffnung, die zudem noch offen war und damit die Ineffizienz noch vergrößerte. Um vergleichbar mit den frühen Dampfmaschinen von Watt zu werden, wäre ein paar Meter lange Turbinenarme und ein Dusendurchmesser von einem halben Meter erforderlich. Das Prinzip der Dampfturbine ist sehr einfach. Eine rotierende Maschine, die durch Dampfstrom in Bewegung gebracht wird. Dennoch sind die ersten brauchbaren Dampfturbinen erst am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden, also zu einer Zeit, in der die industrielle Revolution und die Industriegesellschaft bereits im vollen Gange war. Das war beträchtlich später als die an sich komplizierteren Kolbendampfmaschinen. Die Ursache liegt in den Anforderungen an Werkstofffestigkeit und Fertigungsgenauigkeit, die eben erst befriedigt werden konnten, als eine ausgebildete und industrielle Technik eben einer Industriegesellschaft zur Verfügung stand. Das leuchtet sofort an, wenn man sich die Teile einer der ersten praxistauglichen Dampfturbinen von Carl Gustav Patrick de Laval anguckt. Wir sehen hier die einzelnen Teile einer solchen Maschine. Hier ist die eigentliche Turbine, die durch den Dampfstrom, der durch diese Düsen auf die Turbine strömt, angetrieben wird. Detaillierter kann man es hier sehen. Die Turbine ist versehen mit Schaufeln, auf die eben der Dampfstrom dann gepresst wird. Die hohen technischen Anforderungen bestehen damit, dass die Turbinendrehzahl 10.000 Umdrehungen in der Minute maß bei einem Turbinendurchmesser von 35 cm. Das macht eine Umfangsgeschwindigkeit von 366 Meter pro Sekunde, das heißt Überschallgeschwindigkeit. Um auf eine Drehzahl zu kommen, die für das Antriebsrad brauchbar ist, musste ein untersetztes Getriebe konstruiert werden. Und wir sehen hier, das ist doch ein recht kompliziertes Gefüge von Zahnrädern. Zudem entwickelte Laval auch noch eine besondere Düse, die so raffiniert konstruiert war, dass gerade am Austritt der Düse die Geschwindigkeit des Dampfes noch einmal erhöht wurde, die sogenannte Laval-Düse. Es waren also erforderlich,
Hochdruckdampf, Präzisionstechnik und hochfeste Stähle. Wie sieht es aber aus mit der Technik, die der Verbreitung der kapitalistischen Produktion einen entscheidenden Schub gab, der Dampfmaschine? Obwohl vom Prinzip her komplexer als Dampfturbinen, wurden die ersten praktikablen Dampfmaschinen schon 100 Jahre früher gebaut. Was hielt die Römer also davon ab, eine Dampfmaschine zu bauen? Nun, zum Prinzip der Dampfmaschine. Es ist ein Kessel, der beheizt wird. Der Dampf wird in einen Zylinder geführt, in dem ein Kolben sich auf und ab bewegt. Die Dampfmaschinen bis vor Watt, also insbesondere die von Thomas Newcomen, bestanden nur aus diesen wesentlichen Bestandteilen. Es wurde dort der Dampf von oben in den Zylinder gedrückt, drückte den Kolben nach unten, damit unterhalb des Kolbens ein Unterdruck entsteht, wurde der Zylinder gekühlt. Und sodass er dann durch den Pumpenbalken wieder hochgezogen wurde zum nächsten Arbeitsgang. Das war eine sehr ineffektive Methode, die allenfalls taugte für den Pumpenbau in Bergwerken. Die Verbesserung, die erste wesentliche Verbesserung, die Watt anbrachte, war die Erfindung des sogenannten Kondensators. Das ist dieses Gerät hier. Kondensator enthält kaltes Wasser, kalt gehaltenes Wasser, und durch ihn wurde der Abkühlungsvorgang vom Zylinder in den Kondensator verlegt. Der Wasserdampf kühlte ab und kondensierte im wahrsten Sinne des Wortes im Kondensator. Zudem führte er den Dampf abwechselnd von oben auf den Kolben und von unten unter den Kolben, wie wir hier in dem zweiten Bild diese Phase sehen. Dadurch wurde durch die Hin- und Rückbewegung des Kolbens Arbeit verrichtet und man sprach deshalb von einer doppelt wirksamen Dampfmaschine. Was hier noch fehlt, ist das, was Watt als seine größte und wichtigste Erfindung bezeichnet, das Parallelgestänge. Beim Parallelgestänge geht es um das Problem, die vertikale Bewegung des Kolben, der Kolbenstange hier umzuwandeln in die Auf- und Abbewegung des Balkens. Die umgekehrte Umwandlung von der Auf- und Abbewegung des Balkens in die Drehbewegung wurde durch Kurbel, wie hier zu sehen ist, oder wie hier in dem vorangegangenen Bild zu sehen ist, durch ein sogenanntes Planetengetriebe gelöst. Dies Planetengetriebe hat Watt aus ganz pragmatischen Gründen entwickelt, weil das Kurbelprinzip kurz vorher von einem anderen Ingenieur patentiert wurde. Es bleibt also, das Problem blieb die Umwandlung der Balken, Auf- und Abbewegung des Balkens in die vertikale Bewegung die Umwandlung der vertikalen Bewegung des Kolbens in die Auf- und Abbewegung des Balkens. So wie es hier aufgezeichnet ist, handelt es sich nicht um eine gute Lösung. Denn in Wirklichkeit macht ja der Punkt dieses Balkens keine senkrechte Bewegung nach unten, sondern eine leichte Kreisbewegung. Das heißt, durch diese Abbewegung des Balkens würde
Zylinder oder Kolben auch auf die Dauer beschädigt werden. In der die Lösung, die Ort mit dem Parallelogramm hier fand, hier sind dieses Parallelogramm mit den beweglichen Scharnieren, enthält viel Mathematik. Denn er hat der Punkt, mit dem die Kolbenstange verbunden ist, führt für die Länge des Kolbenhiebes eine Bewegung aus, die Teil einer Lemniskate ist. Denn wenn der Punkt sich frei bewegen würde, würde er eine Lemniskate beschreiben. Eine Lemniskate ist eine ziemlich komplizierte algebraische Kurve vierten Grades. Also da steckt viel Mathematik dahinter. Und deswegen war Ward auch so stolz auf diese Erfindung. Wenn wir uns jetzt mal die Voraussetzungen für den Bau einer Dampfmaschine angucken, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse betrifft. Die Dampfmaschine ist eine sogenannte atmosphärische Maschine. Sie nutzt den atmosphärischen Druck aus. Es stecken darin die Anwendung von Erkenntnissen von Torricelli. Das war der das Quecksilberbarometer erfunden hat und nachwies, dass die Steigen der Quecksilbersäule nicht etwa dem Anziehen im Vakuum oder so etwas zu verdanken ist, sondern dem atmosphärischen Druck. Und auch Otto von Guericke, dessen Kolbenluftpumpe ja schon doch in beträchtlicher Nähe zum Zylinder und Kolben der Dampfmaschine ist. Blake, der wissenschaftliche Betreuer von Watt, entwickelte das Konzept der Wärme als einer zu konservierenden Größe. Also so etwas wie eine Art Stoff. Das wurde angewendet bei der Dampfmaschine mit dem Kondensator. Der Zylinder blieb heiß. Bis die Dampfmaschine industriell tauglich wurde, das war im 1788, mussten auch eine technische Probleme gelöst werden. Was die Effizienz betrifft, war es der Kondensator und die Befeuerung des Zylinders von beiden Seiten. Was die Probleme der Fertigung betrifft, war es die Passgenauigkeit des Kolbens, geeignetes Material und so weiter. Und schließlich galt es, die Umwandlung der Bewegungsarten zu beherrschen. Nun, die Umwandlung der Auf- und Abbewegung des Balkens in Drehbewegung wurde durch Kurbel- oder Planetengetriebe gelöst. Aber die Umwandlung der senkrechten Kolbenbewegung in die Drehbewegung des Balkens war erst durch eine doch komplizierte Lösung des Parallelgestänges Wirklichkeit. Und ich hatte es schon erwähnt, diese Lösung erfordert nicht triviale, zu damaliger Zeit zeitgenössische Mathematik. Wir sehen, hinter der Entwicklung der Dampfmaschine steckt ein ganzer Komplex von Technik in Verbindung mit Wissenschaft, den man nicht einfach überspringen kann. Damit möchte ich diesen Teil beenden. Im nächsten Video wird es dann um die Ökonomie der Zukunft, Chancen für den Kommunismus geben.